Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, die beiden Koalitionsfraktionen legen Ihnen heute den Gesetzentwurf zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes vor. Ich würde sagen, man kann mit Fug und Recht behaupten, nicht nur ein Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle, sondern zur Verbesserung und zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Was ich persönlich schon etwas bedauerlich finde, sage ich hier auch in aller Offenheit, dass schon wieder die ersten Pressemitteilungen kursieren, in denen eine Koalitionsfraktion, die der SPD, dies allein als ihren Erfolg bezeichnet. Ich möchte hier deutlich betonen, dies ist ein gemeinsamer Erfolg der beiden Koalitionsfraktionen, dass wir Ihnen heute diesen Gesetzentwurf vorlegen. Dieser Gesetzentwurf wird auch in vollem Umfang dem gerecht, was wir uns selbst als Deutscher Bundestag in der letzten Legislaturperiode als Aufgabe gegeben haben. Ich möchte in Erinnerung rufen, was uns der erste NSU-Untersuchungsausschuss als Empfehlungen und Schlussfolgerungen mit auf den Weg gegeben hat. Ich zitiere aus dem Schlussbericht des Untersuchungsausschusses. Er gibt klar vor, dass es darum geht, in Zukunft eine Stärkung einer systematischen und strukturellen Kontrolle der Nachrichtendienste vorzunehmen, sowie die parlamentarische Kontrolle schlagkräftiger zu machen und eine dauerhafte Kontrolltätigkeit zu ermöglichen. Und darüber hinaus ist eine der Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses, dass es einer ausreichenden professionellen Personal- und Sachausstattung der parlamentarischen Kontrolle bedarf. Und ich möchte betonen, wir werden diesen Schlussfolgerungen und diesen Empfehlungen zu 100% gerecht. Der zentrale Bestandteil dieses Gesetzentwurfs ist, dass wir in Zukunft einen sogenannten ständigen Bevollmächtigten schaffen wollen. Und um auch hier allen Unkenrufen zum Trotz auch sofort jegliche Spekulation zu beseitigen. Es geht nicht darum, dass wir hier einen Geheimdienstbeauftragten schaffen wollen, der als freies Radikal im Universum schwirrt, sondern der ständige Bevollmächtigte wird natürlich eng angebunden sein an das parlamentarische Kontrollgremium. Er ist weisungsgebunden. Wir geben nichts als parlamentarisches Kontrollgremium mit der Schaffung dieses ständigen Bevollmächtigten aus der Hand. Ganz im Gegenteil, wir geben vor, in welchen Bahnen, in welchen Rahmen er sich bewegen soll und darf. Und ich glaube, das ist auch entsprechend richtig und auch zielführend. Darüber hinaus ist es auch wichtig, aus meiner Sicht darauf hinzuweisen, dass der ständige Bevollmächtigte keine zusätzlichen Befugnisse erhält. Er erhält keine Befugnisse, die über das hinausgehen, was wir an Befugnissen als parlamentarisches Kontrollgremium haben. Auch dies ist, glaube ich, wichtig, entsprechend erwähnt zu werden. Die Aufgabe des ständigen Bevollmächtigten ist es, uns als Mitglieder des parlamentarischen, des ständigen Bevollmächtigten ist es, dass er uns als PKGR unterstützt. Das ist seine Hauptaufgabe. Er soll natürlich auch, um das klar zu machen, uns auch ein Stück weit entlasten. Und ich glaube, wir müssen uns hier auch als Mitglieder des PKGR auch ehrlich machen. Jeder von uns hat vielfältige andere Aufgaben als Parlamentarier hier im Bundestag, in Ausschüssen, in Arbeitskreisen. Jeder von uns ist im Wahlkreis gefordert. Das Zeitbudget, das für die neuen Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums für diese sehr wichtige parlamentarische Aufgabe zur Verfügung steht, ist naturgemäß begrenzt. Wir tagen ein-, zweimal im Monat. Wir bereiten natürlich die Sitzungen intensiv vor. Ich möchte auch für uns alle, ich sage das hier auch ganz offen, auch über alle Fraktionsgrenzen hinweg in Anspruch nehmen, dass alle neuen Mitglieder im PKGR ihre Aufgabe sehr, sehr ernst nehmen. Aber trotzdem müssen wir auch zur Kenntnis nehmen und dies entsprechend auch artikulieren, dass unsere zeitlichen Möglichkeiten, unsere Kapazitäten auch irgendwo begrenzt sind. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir diesen ständigen Bevollmächtigten schaffen, dass wir ihm auch einen leitenden Beamten als Stellvertreter zur Seite stellen und dass wir auch entsprechend insgesamt die Referate deutlich personell besser ausstatten. Es werden drei zusätzliche Referate jetzt in der parlamentarischen Kontrolle geschaffen. Auch das ist richtig und sachgerecht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit wird die parlamentarische Kontrolle, die ohnehin schon gut ist, noch besser. Ich möchte auch dem Eindruck deutlich entgegentreten, dass auch angesichts der Vorkommnisse der letzten Jahre, da wird ja mit Sicherheit dann auch im Nachgang noch hingewiesen werden, wir schon eine sehr gute parlamentarische Kontrolle in Deutschland haben. Aber da gilt auch der Grundsatz, nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbessert werden könnte. Und es bleibt auch dabei, dass
dem nach der Verfassung uns zugeschriebenen wichtigen Bedeutung nach Artikel 45d des Grundgesetzes nichts daran gerüttelt wird. Das parlamentarische Kontrollgremium behält seine zentrale Stellung, wenn es darum geht, die drei Nachrichtendienste des Bundes zu kontrollieren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, darüber hinaus werden wir bestimmte Veränderungen vornehmen, wie beispielsweise, dass wir endlich konkrete Regelbeispiele schaffen für die Untersuchungspflicht, für die Unterrichtungspflicht der Bundesregierung. Wir konkretisieren die Vorgaben dahingehend, wann uns die Bundesregierung informieren muss über sogenannte Vorgänge von besonderer Bedeutung. Es wird ein jederzeitiges Zutrittsrecht für die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums zu den Liegenschaften der drei Nachrichtendienste eingeräumt, natürlich nach vorheriger Anmeldung. Wir schaffen jetzt endlich auch eine klare Regelung für den Vorsitz und für den stellvertretenden Vorsitz im PKGR. Ich finde es richtig, dass wir genauso verfahren wie bei allen anderen Ausschüssen im Deutschen Bundestag, dass der Vorsitz nicht jährlich wechselt, sondern dass der Vorsitz auch für die gesamte Legislaturperiode gewählt wird. Wir schaffen eine auch längst überfällige Regelung zur Besserstellung der Hinweisgeber. Hinweisgeber sind in Zukunft nicht mehr verpflichtet, zunächst den Dienstweg einzuhalten, sondern sie können sich unmittelbar mit ihren Hinweisen an das parlamentarische Kontrollgremium wenden. Und ein letzter zentraler Punkt ist, dass wir jetzt die Möglichkeit schaffen, dass wir einmal im Jahr eine öffentliche Anhörung durchführen. Auch das ist eine Verbesserung, eine Anhörung der drei Präsidenten der drei Nachrichtendienste des Bundes nach amerikanischem Vorbild. Damit wird auch dem Gebot der Transparenz Rechnung getragen. Es gehört natürlich zur Wahrheit, dass auch ein parlamentarisches Kontrollgremium sehr begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, sich öffentlich zu machen, öffentlich zu tagen. Aber ich glaube, damit, dass wir jetzt in Zukunft einmal im Jahr öffentlich tagen und die drei Präsidenten der Nachrichtendienste anhören, zeigen wir auch, dass wir dem Transparenzgebot auch entsprechend Rechnung tragen wollen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Ich möchte noch einmal deutlich betonen, dass die Nachrichtendienste in Deutschland hohe Bedeutung haben, dass sie besser sind als ihr Ruf, dass es falsch ist, hier ein grundlegendes Misstrauen gegenüber den Nachrichtendiensten zum Ausdruck zu bringen. Es gab in den letzten Jahren Verfehlungen, es gab individuelles Versagen von Mitarbeitern, aber ich möchte wirklich dem Eindruck entgegentreten, dass ein generelles Misstrauen hier angebracht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die über 10.000 Mitarbeiter in den drei Nachrichtendiensten des Bundes leisten hervorragende Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und im Ausland. Ich muss jetzt die Interessen des Kollegen Schuster vertreten. Sie reden auf seine Kosten. Das möchte ich natürlich beileibe nicht. Deswegen, Frau Präsidentin, komme ich zum Schluss meiner Rede. Ich wünsche uns konstruktive und sachliche Beratungen dieses Gesetzentwurfs und freue mich dann auch schon auf eine hoffentlich dann im Herbst stattfindende Beschlussfassung über diesen notwendigen Gesetzentwurf. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Dr. André Hahn für die Fraktion.